Damen und herzlich willkommen hier zum 19. Spieltag. FC Honig gegen Eintracht Harelea hier um 18.30 Uhr in Steinfurt. Der 14. gegen den 2. Ja, der FC Renetopia konnte es nicht schaffen, gegen Schwabach zu gewinnen. Sie haben aber ein Unentschieden nochmal rausgeholt, dank einem besonderen Mann. Und dieser Mann, der ermöglicht jetzt hier die Eintracht nicht an Schwabach vorbeizuziehen, aber an Schwabach ranzukommen. Mit einem Sieg wäre man so Pi mal Daumen, lass mich mal kurz rechnen. Ach ja, punktgleich. Nur die Tordifferenz von Schwabach fällt deutlich besser aus. Es sei denn, Eintracht Harelea gewinnt jetzt hier mit einem 8:0. Dann, kommt es, glaube ich, auf den direkten Vergleich. Lassen wir das. 19:0 und Eintracht Harelea kann jetzt schon Tabellenführer sein. Das möchte die Truppe von Florian Fischer hier natürlich vermeiden. Die auch in dem ETL-Partnerprogramm sind. Und für die ETL geht es hier um 3 wichtige Punkte. Sie könnten am 20. Spieltag, wenn sie hier gewinnen sollten, an Schwabach vorbeiziehen. Jeder einzelne Punkt zählt. Und inzwischen auch jedes einzelne Tor. Wird Hollig dort unten nochmal für Tumulte sorgen können oder gewinnt Eintracht hier deutlich? Das werden wir jetzt hier in den nächsten 90 Minuten sehen. Die Eintracht holt sich jetzt hier mal den Ball. Abor bringt ihn hier auf Binder. Man darf ja nicht vergessen, im letzten Spiel hatte die Eintracht mit 6:3 gewonnen. Und Binder wollte hier das erste Ausrufezeichen setzen. Ja, 6:3 gegen Geilenkirchen, das war eine Ansage. Und Geilenkirchen, ne, die haben es mit Dassau jetzt zu tun. Da wird es die Frage sein, ne? Kann Geilenkirchen gegen Dassau hier den Sieg heute einfahren? Oder wie war vielleicht sogar das letzte Spiel von Hirschnagel? Und die nächste Gelegenheit hier für die Eintracht. Sie haben das Spiel natürlich in Schwabach gesehen. Und sie wollen hier die Tore erzielen. Aber Jonen macht bisher einen guten Job. Jetzt die nächste Gelegenheit. Hollig da sehr offen und Eintracht hier sehr aktiv. Gibt jetzt den Freistoß hier für die Gastgeber. 9:0 wäre natürlich ein sehr hartes Brett. Deswegen will die Eintracht auch erstmal nur in Führung gehen. Am nächsten Wochenende haben wir dann ja auch schon den DFB-Pokal. Da geht's wieder Eintracht gegen den FC Bayern ran. Als hätten sie nicht schon einen schweren Monat hier vor sich. Nein, es wird noch schlimmer. Mit Bayern München und dann halt in der Euroleague gegen Manchester City. Es wird einfach nicht einfacher für diese Truppe. Jetzt hole ich mit der ersten Torannäherung. Aber die Eintracht bereinigt hier die Gefahr deutlich. So, 16 Minuten gespielt. Jetzt die nächste Gelegenheit hier für die Eintracht. Da im rechten Flügel, da ist Padilla. Gastro Padilla. Aber das war dann doch ein bisschen zu einfach. Ja, Zenia, ehemaliger Eintracht-Spieler, der vermisst es scheinbar in den grünen Trikots. Deswegen gibt er ihn auch wieder den Ball. Binder. Uwe Binder. Der bringt ihn auf Padilla und Padilla in der 19. Minute das 1:0 und damit ist es amtlich punktgleich aktuell mit Schwabach. Und die beiden Teams trennen nur noch 7 Tore. 7 Tore ist Schwabach, um 7 Tore ist Schwabach besser als die Eintracht. Und jetzt die Frage, kann Hollig hier, ja, das eigentlich ist für Hollig nur wichtig, dass sie hier einen Punkt holen. Also man erwartet nicht, dass sie hier gegen die Eintracht gewinnen. Die ist aktuell einfach in Topform. Und jetzt Kevin Nebel und Weber. Das wäre natürlich sehr bitter, wenn Schwabach wieder patzt.
und die Eintracht es wieder nicht schafft zu gewinnen. Es wäre keine neue Geschichte, aber das wünscht sich hier keiner. Das ist das Tor! Binder 2:0, 25. Minute, der ist nochmal rausgesprungen. Da will ich die Torlinientechnik sehen. Da glaube ich nicht, dass der drin war. Das ging mir zu schnell, Uwe Binder. Der schießt hier sich in einen Rausch. Der will hier Hesky an sich vorbeiziehen sehen. Nämlich hinter sich. Und ja, der Ball, der ist drin. Ja, der wäre deutlicher drin gewesen. Hätte mir einfach Duck gezeigt. Eine Güte. Aber egal. Jetzt sind es nur noch 6 Treffer. Weil diesen Countdown kann man hier einfach weiter spinnen. Es wird nicht so sein, dass die Eintracht hier 9:0 gewinnt. Das hoffe ich doch einfach mal, weil das wäre dann auch der höchste Sieg in dieser Saison. Hollig sollte sich hier nicht abschießen lassen. Und ja, der Rivale im Tabellenkeller, Elevate, wurde ja von Schwabach abgeschossen mit einem 8:2. Und ich glaube, die Eintracht hat hier Ähnliches vor. Da ist Berzins. Berzins. Und da ist Binder und Jordan! Der ehemalige ETL-Torwart. Die ganze Zeit auf der Bank und jetzt muss er hier für Hollig den Kasten, ja, sauber halten. Leider hat er Verteidiger, die ihm nicht wirklich mithelfen. Kalkbrenner, auch ehemalig bei ETL gewesen. Kam ja für Chacorito im Tausch mit Xenia und noch einen, den ich immer wieder vergesse. Je öfter ich ihn sehe, desto öfter vergesse ich ihn. Also, ich kann ihn mir nie merken. Jetzt Berzens bringt ihn auf der Bohr. Auf dem linken Flügel ist er sehr stark. Und da will er wieder einen machen! Die ETL, sie drängt hier auf das 13:0. Sie ist hier in Torschuss. Laune. Und Jonen bekommt da seine Flosse noch hin. 37 Minuten gespielt. 9 Teufel. Peach. Binder. Binder! Und am Tor vorbei. Ja, Nebel mit einem einzigen Schuss, da musste Weber hier mal aufpassen und die ETL, die macht's hier deutlich. Mein Schwabach hat hier auch, wie gesagt, ein schweres Los mit Renitopia gezogen, die ja auch gut in gute Sammellaune sind. Oh, Binder, jetzt nochmal hier Tasch und Jonen! Der hält hier einen nach den anderen. Keine große Verbindung zu seinem Ex-Verein. Der hält hier alles. Auch außer die 2 Gegentore. Aber sonst hätte hier durchaus schon 5:0 stehen können. Die Abwehr, die hilft ihm gar nicht. Die ist förmlich non-existent. Joa. Und da ist das Tor! Anis Kokosan macht das 13:0. Es sind nur noch 5 Tore. Anis Kokosan trifft für die Eintracht. Und langsam bahnt sich hier irgendwas an. Es bahnt sich hier irgendwas an, wenn die Eintracht, und jetzt absolutes Gedankenspiel, wenn die Eintracht hier 6 Tore in der zweiten Hälfte macht, nicht im Rückspiel, in der zweiten Hälfte macht, dann ist es erstens der höchste Sieg und zweitens auch nochmal die Tabellenführung. Höchst unwahrscheinlich, wenn Hollig jetzt mal wach wird. Halbzeit. Hollig muss wacher sein. Ansonsten wird das eiskalt bestraft und das tun sie bisher auch. Edgars, Berzins, der bringt hier die Bälle an jeden Mann. Eine Vorlage, ganz wichtig für dieses Spiel. Elf zu 1 Schüsse für die Eintracht.
Jonen hat da einige rausgehauen. Da kann man froh sein, dass man ihn im Tor hat. Aber die Eintracht, die sollte jetzt nicht hier locker lassen. Und das wollen sie auch nicht. Sie wollen hier weiterhin Tore schießen. Na, Boah holt sich den Ball. Joa. Und da ist Bert Zins und er macht auch rein. 4:0. 4:0. Was ist denn hier los? Was erleben wir heute? Hollig gibt hier komplett auf, oder wie? Die Abwehr, die ist nicht da. Und Berzins in der 49. Minute mit dem 4:0. Früher Treffer, das ist wichtig. Und direkt nachlegen, Berzins. Bringt ihn nicht auf Binder. Da war der Verteidiger noch dran. Meine Güte. Dieses Spiel hilft der Eintracht enorm. Genauso wie das Geilenkirchen-Spiel. Die holen hier einige Treffer wieder auf. Neunteufel, schöne Aktion. Mit einem Fallrückzieher haut er den Ball da wieder raus. Berzins bringt ihn auf Aboa. Aboa auf links, gefällt mir da richtig. Da gab es jetzt aber kein Durchkommen. Aboa auf dem linken Flügel macht seinen Job ziemlich gut hier für den verletzten Van der Grobe. Der hier aber langsam wieder auf die Beine kommt. Also vielleicht kann er ja gegen Bayern schon wieder spielen. Es sieht gut aus, aber vielleicht will auch Gaten einfach nichts riskieren. Neun Teufel. Ja, auf Binder, auf Berzins und Binder, nein! Und Kalkbrenner. Das war sehr gefährlich. Das hätte das 5:0 sein können. Und Hollig weiterhin ohne Ideen. Jetzt aber Kalkbrenner mal auf dem linken Flügel. Ja, aber GTL macht das hier schlau. Tasch, Berzins und ja, Kalkbrenner. Der geht jetzt hier an jeden einzelnen Ball da. Nebel auch keine Gefahr, die er hier auch strahlt. Und neun Teufel. Ich meine, Kevin Nebel war damals auch bei ETL am Anfang. So, Berzins. Oh, und die nächste Ecke. 23 Minuten für die Eintracht noch. 4 Tore werden sie nicht erzielen. Aber jedes Tor ist wichtig. Foto kommt hier für Peach. Wechsel bei Hollig gab es auch. Kalkbrenner ging runter, für ihn kommt Flügel. Jetzt der Ball in die Mitte und Jordan schon wieder. Nächste Ecke. Schöner Kopfball. Aber Jon war zur Stelle. Padilla. Ja, nicht gut gemacht. Diallo bringt den Ball da raus. Kokosan. Berzins. Boah. Schön abgeblockt jetzt. Wutmann. Aber Hollig tut sich jetzt ziemlich gut und ja, verhindert jetzt das eine oder andere Gegentor, was sie in der ersten Hälfte schon verhindern hätten müssen. Und ja, boah, jetzt auch ein bisschen zu leichtsinnig. Xenia holt sich da den Ball, aber wirklich nach vorne kommen sie dann auch nicht. Binder. Auf Berzins, der ist durch! Berzins! 5:0 und 15 Minuten haben wir noch. Wie viele Tore macht ETL noch in diesem Spiel? Edgars, Berzins mit dem Doppelpack und es gibt hier schon sehr laute Buhrufe. 20. Spieltag am Freitag, 20:30. 22. März, ETL gegen Essen. Schwabach spielt derweil dann gegen Eintracht Bonn. Wer kann mehr Tore erzielen? Oder gegen Essen kann es sogar sein, dass die ETL da wieder Punkte liegen lässt. Bonn, ja, da sehe ich keine große Gefahr für Schwabach. Jetzt aber die erste Ecke mal für Hollig. Und gibt wieder einen Wechsel.
Meier kommt für Xenia und Binder geht runter. Für ihn kommt Tim Wittig. Ja, Halfa haut da den Ball weg, macht er gut. Diallo. Und Persson stand da im Abseits. 9 Minuten noch auf der Uhr. Wie viele Angriffe kann ETL noch starten? Und wie viele Tore resultieren daraus? Tim Wittig. Ja, jetzt wollen sie es ein bisschen sicherer spielen. Machen es wieder per One-Touch-Fußball. Oh, Berzins. Da ist Tasch. Und da steht Hollig wie eine Eins hinten. Und jetzt Hollig eigentlich mit der Überzahl. Bügel. Über links. Ja, jetzt Nebel nochmal. Bringt ihn auf Persson und da ist das Tor. 1:5. Man kann doch noch selbst treffen hier gegen ETL. Ein guter Angriff und schon resultierte ein Gegentreffer aus der Sicht der Gäste. Schlecht verteidigt von Kokosan, gut gemacht hier von Nebel, mit der Hacke weitergeleitet auf Persson. Und dann steht es auch schon 1:5. Jallo geht runter. Nein, das jetzt die ETL nicht. Barbach an diesem Spieltag schon überholt, das war dann nach einiger Zeit doch klar. Aber dieser Gegentreffer, der war schon unnötig. Aber nochmal wichtig hier für die Gastgeber. Haifa. Jetzt Kleinböll. Kleinböll war's! Sag ich euch. Vergessen jedes Mal, wer es war. So, Berzins. Eine Gelegenheit noch. Berzins auf Abor. Und Tasch und nein! Aber das war's. 1:5 endet dieses Spiel. ETL zieht an. Es sind nur noch 4 Tore. 4 Tore Tordifferenz für Schwabach. Und Hollig, die kam hier schon gut unter die Räder in der ersten Hälfte. Wie sieht es dann weiter aus hier im Kampf um die Tabellenspitze? Wir sehen uns dann. Bis dann.